Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder am Start und wir befinden uns an Tag 10 unserer verrückten Reise. Und wir werden uns heute, ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, wir werden heute unseren einzigen Technologiepunkt, den wir haben, investieren in einen, in so einen Schlachtertechnologien, so ein Schlachtertisch. Let's go. Das werden wir tun. Denn es haben ja einige gesagt, ich soll das Gewächshaus nehmen, ne? Ich soll das Gewächshaus endlich bauen und so. Aber das werden wir so schnell wahrscheinlich sowieso nicht hinbekommen. Und wir brauchen Leder. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt für diesen Schlachtertisch entschieden, weil wir können im Winter ja trotzdem jagen gehen. Das heißt, wir können im Winter trotzdem was wir quasi ja finden, ne, das Fleisch und sowas, das können wir ja trotzdem brutzeln. Und deswegen bauen wir diesen Schlachtertisch jetzt einfach. Ich setze den jetzt auch direkt hier hin. Wir brauchen dafür, warte mal, herstellen. Nee. Wir brauchen dafür, wo war der denn hier, glaube ich, ne? Ein platzierbares Werkbänke, Schlachtertisch. Da ist er. 10 Eisenbarren. Ja, Halleluja. Junge, Junge, Junge. Da brauchst du aber ein bisschen was für, wa? 10 Eisenbarren müssten wir aber haben, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gut. Haben wir fast. Wir werden unser ganzes Eisen, was wir jetzt hier in harter Arbeit zusammengebrutzelt haben, nutzen. Boah, das tut schon ein bisschen weh jetzt, ne? Ja, es tut schon ein bisschen weh, aber wir können ja Neues machen, so ist es ja nicht. Was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist vor Tag 14. Also ich würde auf jeden Fall gerne einmal jetzt jagen gehen. Einfach, dass wir vielleicht uns wirklich noch einen Bogen machen können, bevor wir dann angegriffen werden. Das heißt, wir werden weiter reingrinden und weiter Steine einschmelzen. Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Aber am Ende des Tages wird es sich hoffentlich auszahlen und wir können uns vielleicht ein bisschen verteidigen. Das wäre ganz nice. Ich packe das erstmal hier rein. 2 Eisenbarren brauchen wir noch. Wir könnten eigentlich... Was haben wir denn jetzt gerade für Waffen am Manne? Wir haben noch einen Speer mit 75 Haltbarkeit. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was kann denn unser Schild noch? Wo sehe ich denn das? Sieht man das hier irgendwo? Okay, egal. Wird schon passen. Können wir irgendwo vielleicht ein Tier ausmachen? Also was wir auf jeden Fall noch machen müssen ist, das haben einige schon richtigerweise gesagt und auch geschrieben, die werden natürlich nicht nur, also die spawnen in unserer Range von unserem Dingens hier. Ne, von unserer Stadt quasi. Das heißt, die werden hier spawnen und es kann wohl auch sein, dass die tatsächlich auch hier unsere Structure angreifen. Das heißt, es wird wahrscheinlich sinnvoll sein, hier auch so ein bisschen, so ein paar Spikes und sowas zu bauen. Das machen wir bei Gelegenheit auch mal. Jetzt würde ich aber gerne erstmal gucken. Sag mal, wird es gerade dunkel? Oh ja, es wird gerade dunkel. Okay, dann machen wir das jetzt nicht. Sondern das machen wir später. Wir sollten schauen, dass wir hier um unser Haus rum... Was läuft denn da vorne? Ah ja, okay. Irgendein Vögelchen, keine Ahnung. Dass wir hier ein paar Spikes drumherum bauen. Das sollten wir tun. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Nee, das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Dafür müssten wir wahrscheinlich aber erstmal Holz hacken gehen, ne? Wo haben wir denn die Spikes? Warte mal. Konstruktion, Wendedächer, Brüstung, Platzierbares, Sonstiges. Nee, wo waren die denn nochmal? Strom, Einrichtung, Penis. Sonstiges, glaube ich, ne? Ja. Spitze Fallen. Holzscheit, Stock und ein Seil. Ja, also ich sag mal, solange wir noch kein...
Solange wir noch keine Zäune haben, ist es wahrscheinlich sinnvoll, genau das zu tun, ne? Solange wir noch nicht mit Zäunen ausgerüstet sind, sollten wir wahrscheinlich genau das tun. Das wird nochmal ordentlich Stuff brauchen. Aber ich glaube, es wird sich lohnen, das hier so ein bisschen zu safen. Jetzt sehe ich natürlich gleich nichts mehr. Aber so ein bisschen... Ja, müssen wir gleich am helllichten Tag dann machen. So ein bisschen safe hier außenrum sein ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Wie gesagt, gerade hier vorne, wo wir vielleicht nicht raus und rein müssen oder so, ist das wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn wir da ein bisschen... Ja, wenn wir uns da ein bisschen absichern einfach. Oh, hier ist das Holz schon wieder leer. Wir haben auch nichts Neues, ne? Haben wir noch Holz? Ach, guck mal, wir haben noch. Okay, never mind. Pass auf, dann einmal den. Und dann können wir hier einmal gerade alles mitnehmen. Okay, das jetzt nicht. Aber hier einmal kurz die Sticks voll machen und dann nehmen wir das Feuerholz hier noch mit. Fantastisch. Okay. Kurz rein. Kurz das Feuerholz hier wieder draufpacken. So. Anzünden. Gib ihm. Und hier genau das gleiche. Feuerholz anzünden. Prächtig, prächtig. Achso, anzünden noch vielleicht. So. Und hier genau das gleiche. Anzünden. Brutzeln lassen. Rausholen. Junge, 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 Junge. Ich bin es ja eigentlich gewöhnt, dass wir sowas, dass man sowas in solchen Survival-Games, dass wir das zu zweit machen. Ne? Meistens spiele ich solche Spiele ja mit dem Erik und Erik macht dann irgendwelche Sachen und ich brutzel halt oder man besorgt Rohstoff oder sowas. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, das alles alleine zu machen. Aber The Infected hat leider keinen Koop-Modus, was ich sehr schade finde. Mir fällt übrigens gerade ein, ich weiß, warum ich meine Augen die ganze Zeit so petzen muss. Ich habe gar keine Brille auf. Ah, so sieht das Spiel aus. Erwartet bitte nicht, dass das Gameplay jetzt besser wird. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Oh. Oh, und ich habe Kofi wieder angelassen. Es tut mir leid. So, das war auch im Stream noch an. Sorry. Nein, jetzt ist das Holz da auch leer. Kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Ich nehme mal gerade ein paar Sticks mit. Die tun's fürs Erste. Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hä? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das war doch... Ah, okay. Ja, scheiß drauf. Wir machen das kurz an. Wir gehen gleich schlafen und dann müssen wir morgen nochmal ein bisschen Feuerholz da reinpacken. Das ist schon okay, glaube ich. Was haben wir hier? Katana? Warte mal. Haben wir hier irgendwas, was wir essen können? Gekochtes Fleisch. Ja, guck mal. Neipfeffern. Neupfeffern. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Gute Nacht. Good fight, good night. So, bis 6 Uhr, dann stehen wir auf und dann geht's los. Was machen wir noch heute? Holz hacken. Wir müssen Holz hacken. Wir sind am 11. Tag. Okay, wir müssen jetzt echt ein bisschen reinpimmeln. Wir dürfen hier keine Müdigkeit mehr vortäuschen. Wir brauchen den Butcher-Table unbedingt noch, damit wir uns Leder machen können, damit wir uns wiederum einen Bogen machen können. Eieieiei. Okay, warte, jetzt schmelze ich erstmal hier die beiden Dinger noch ein. So. Zack. Dann können wir hier nochmal rausholen. Da können wir auch nochmal einschmelzen. Ist perfekt. So. Und dann müssen wir, wie gesagt, Holz hacken gehen und müssen die Spikes fertig bekommen. Und den Butcher Table am Ende des Tages am besten. Das sollte aber alles kein Problem sein. Ich glaube, da oben haben wir soweit erstmal alles fertig, ne? Da können wir einfach hochmarschieren. Ich glaube, das ging mit der Leiter auch. Das haben wir auch hinbekommen, richtig? Genau, wir gehen nämlich hier oben rein und dann springen wir hier runter und dann sind wir hier nämlich safe. Die spannende Frage ist halt einfach nur, können die da auch hochjumpen? Das ist die Frage. Können die die Leiter genauso benutzen wie wir? Das weiß ich halt nicht. Und wie benutzt man die Leiter, um wieder runterzugehen? Ah, okay. So. Sehr gut. Ja, ich weiß halt nicht, ob die die Leiter auch benutzen können. Wenn sie das können, dann ist das natürlich doof. Aber dann können wir es halt auch nicht ändern. Dann ist es so. Okay, Holz hacken, Holz sammeln, Spikes fertig machen. Wo haben wir... Okay, die Axt macht's nicht mehr allzu lange. Machst du nix. So, schnell die Holzscheite da unten dran. Eins. Eins.
1. Da brauchen wir nicht extra den Karren für holen, das ist schon okay. Das können wir so eben schnell machen. Brauchen auf jeden Fall gleich Wasser. So. Die Holzscheite müssten wir eigentlich heute fertig kriegen. Das sollte im Normalfall kein Ding sein. So, das holen wir raus. Das Feuerholz können wir... Das Feuerholz können wir drin in die Öfen packen. Ich meine, zum Glück ist unser Grundstück hier jetzt noch nicht so groß, ne? Das hält sich ja noch alles im Rahmen hier. So, guck mal, da können wir Feuerholz draufpacken. Wunderbar. Hier ist schon, da können wir Feuerholz draufpacken. Zack, und hier hinten. Passt, dann machen wir hier noch das Mulch drauf und nochmal anzünden. Wunderbar. Oh, und die zwei Metallbarren sind fertig. Perfekt, das heißt, wir können den Butcher-Table fertigstellen. Bam. Saugeil. Saugeil. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir bauen jetzt erstmal schnell die Spikes fertig. So. Komm. Bam. Da ist schon 4 von 4. Da ist 0 von 4. Warte. So. 4 von 4. 0 von 4. Brauchen wir halt gleich die Seile, aber das ist ja nicht schlimm. 4 von 4. Wunderbar. Feuerholz, das können wir nicht mitnehmen. Okay. Das bringen wir schnell hier vorne hin. Nicht, dass das despawnt. Das wäre schade. So. Bim, 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 bim. Wo waren wir hier? Nein. Das nehmen wir mit. Und da ernten wir einmal. Ernten, ne? Okay, warte. Stock haben wir hier 0 von 4. 4 von 4. Wunderbar. Stöckchen aufheben. Stöckchen reinballern. Und hier haben wir auch 4 von 4. Okay, brauchen wir nur Seile. Das ist nice. So, warte. Einmal hier eben raufgeballert. Dann gehen wir uns einmal kurz was zu trinken holen. Sauberes Wasser. Das ist schön. Einmal saufe. Hier ist noch überall Wasser drin, ne? Ah, perfekt. Oh, hier nicht. Oh, die Bäume werden gelb. Seht ihr das? Ah, die Bäume werden gelb. Das heißt, der Herbst kommt. Ist das jetzt gut? Weiß ich nicht. Sind wir darauf vorbereitet? Auf gar keinen Fall. Können wir es ändern? Nein. Aber ich finde es schön, dass das hier so, dass das, ne, dass sich das hier alles so ändert. Das finde ich total geil. Sag ich ganz ehrlich, finde ich richtig nice. So, warte, wir schmeißen einmal ganz kurz die Stöcker hier hin und dann müssen wir weitere von diesen nicht schönen, aber hoffentlich effektiven Spikes bauen. Die kann man dann später auch zur Not wieder abreißen, ne, so, aber jetzt erstmal für den bevorstehenden wahrscheinlichen Angriff, der kommen wird, werden wir sie erstmal hier lassen müssen. Wir werden es auch nicht mehr schaffen, die voll mit Eisen zu machen. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber das ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist erstmal, dass sie zweckmäßig sind. Und ich glaube in der Tat, das sind sie. So. Hier müssen wir einfach ein bisschen gucken, wie wir das hier machen. Weil wir natürlich logischerweise selbst noch reinkommen müssen in die Bude. Das heißt, wir können die jetzt hier nicht zubauen. Ich weiß auch nicht, ob wir hier drüber jumpen können. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja, wie gesagt, wir müssen halt mal gucken. Wie wir das hier... Boah, das ist auf jeden Fall nur... Was? Aha. Das riecht nach dem ersten Tier von unserem Butcher-Table. Da vorne läuft was. Aber den werden wir nicht kriegen, ne? Wir haben keinen Bogen. Schade. Aber früher oder später... werden wir dich essen. Das ist aber was anderes, ne? Das ist ein Schaf. Was sagen wir, ein Reh macht doch keine Mäh-Geräusche. So, guck mal. Es ist nicht schön, es ist zweckmäßig. Und das ist erstmal das Wichtigste. Würde ich behaupten, ne? Wie gesagt, wir müssen halt nochmal gucken, vielleicht können wir da drüber springen.
Wenn die Dinger fertig sind, das weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. So, ich nehme nochmal 3 Stück mit. Wir werden auf jeden Fall nochmal Holz sammeln müssen. So viel steht fest, aber... Das macht nichts, glaube ich. Nee. Okay, wo haben wir hier? 0 von 4, 4 von 4, 0 von 4. 0 von 4. 2 von 4. Okay. Ist denn das Schaf? Wie gesagt, da vorne ist ein Reh oder irgendwas, aber das ist doch ein Schaf, was ich hier höre. Das ist doch kein Dingens hier. Okay, ich gehe kurz das Feuerholz rumbringen. So. Ach, Stöcke können wir hier übrigens auch noch mitnehmen. Aber solange wir hier noch... Ich würde sie lieber frisch sammeln, glaube ich. Huch. Ich würde sie lieber frisch sammeln, weil dann können wir unseren Stock... Müssen wir uns nicht an unseren Stockvorrat ran, ne? Ich glaube, das ist sinnvoller. So, 4 von 4, 4 von 4, 0 von 4. Da müssen wir ran. 0 von 4... 4 von 4, 0 von 4, 3 von 4. Perfekt. Oh, dann nehmen wir noch das Feuerhölzchen hier mit, nicht? Oh, das können wir nicht mitnehmen, schade. Steckt das Schaf vielleicht irgendwo im Stein fest? Das wäre natürlich ideal. Wir werden auf jeden Fall damit rechnen müssen, dass hier irgendein Viech durchkommt, ne? Ich glaube nicht, dass das, was wir hier gerade machen, uns zu 100% safe oder safen wird vor den Angriffen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber... Ja. Ich sag mal, wenn es uns wenigstens ein bisschen sichert, ist ja okay. So, 3 von 4. 0 von 4. Oh mein Gott. Was für ein Scheißglück kann man eigentlich haben, Alter? Das ist ja wirklich... Das ist ja unangenehm. Ach du liebe Zeit, ist das unangenehm. Oh Gott. Das ist mir ja fast schon peinlich. Oh, da ist noch einer. Aber meine blöde Frage, haben wir keinen Fla... Ah, doch, haben wir. Ey, das ist ja mega unangenehm. Wie viel Scheiß Glück kann man eigentlich haben? Oh Gott. Hater würden sagen, das ist geplant gewesen, aber es ist halt nicht mal geplant. Ich kann doch da auch nichts für. Oh Gott. Oh Gott. Ach du liebe Zeit. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das weder geplant. Also, ne? Ich kann da wirklich nichts für. Okay, einmal Hände waschen, ist eine gute Idee. Das ist, also, wow. Ich meine, ich freue mich natürlich darüber, ne? Ich lehne das nicht ab. Ich lehne das nicht ab. Ich sammle jetzt doch mal hier gerade schnell die Stücke. Dann können wir das nämlich hier fertig machen. Junge. Komm, wir gehen Holz hacken.
Wow. Wir können auf jeden Fall mal gucken, ob wir uns jetzt einen Köcher bauen können. Oh, Junge, Junge. Das gibt wieder Kommentare. Tobi, du Lucky Schwein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich sage euch, wie es ist. Harte Arbeit wird belohnt. Und wir arbeiten hart daran, dass unsere Base sicher ist. Und der Ziegenbock hat sich gedacht, weißt du was? Ich opfere mich für ihn, weil er so hart arbeitet. Nein, warte, wir nehmen die hier. Das ist der Grund gewesen. Der Ziegenbock hat sich gedacht, oh, guck mal, der arbeitet so hart. Ne, der ist so fleißig, was der da alles baut. Ich gehe mal guten Tag sagen. Gut, dass natürlich sein eigentlich freundlich gedachter Besuch auf der Schlachtbank endet. Mein Gott, ich bin ein Mensch. Wir Menschen sind so. Da machst du halt nichts. Außer ein dummes Gesicht und einen guten Eindruck wahrscheinlich. So, guck mal. Schön. Schön, schön, schön. Würde ich trotzdem gerne gleich mal probieren, ob wir selber Schaden kriegen, wenn wir da ran dackeln. Okay, wir selber kriegen keinen Schaden. Das ist ja schon mal spannend. Das heißt, wir können hier ganz motiviert... Was ist denn jetzt? Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, ein bisschen langsam machen vielleicht. Aber ist ja schon mal schön, dass es regnet. Auch so ein Regen kann ein bisschen gut fürs Gemüt sein. Okay, wir haben kein Holz mehr. Wir gehen nochmal Holz sammeln. Können wir aber eigentlich auch gerade mal hier vor der Haustür machen, komm. Wir nehmen das Holz hier, was vor der Haustür steht. Wir müssen uns eh gleich eine neue Steinaxt machen. Die ist gleich im Arsch. Na komm, den schaffen wir aber noch. Komm schon. Sehr gut. So. Schaffen wir den hier auch noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Oh, doch. Mit dem letzten Slap. Hater würden sagen, der hat schon wieder Glück. Ja, es ist manchmal, es ist schon ein bisschen unangenehm manchmal, aber es ist das Glück des Fleißigen. So. Hier nochmal. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. So. Wie gesagt, wenn wir nicht so viel rennen, weil wir verbrennen gerade sehr, sehr viel Fett. Beziehungsweise je mehr wir halt durch die Gegend pesen, desto mehr müssen wir am Ende des Tages auch essen, aber das macht gerade nichts. Das muss jetzt mal. Nein, einer reicht. Und den anderen können wir dann gleich verwobbeln und dann... Dann sieht das doch hier gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, wenn wir halt anbauen wollen oder so, dann müssen wir das halt einfach auseinanderpopeln, dann ist das so. Oh nein, wir haben keinen Platz mehr. Fertig. Nein. Okay. Können wir hier drüber... Was denn jetzt? Nein, wir sind zu voll. Kurzes Mulch, reicht das? Achso, nee, warte mal, das reicht nicht. Warte, dann schmeiß das Holz mal ganz kurz hier hin. Okay. Können wir hier drüber springen? Jo, ohne Probleme. Nein, das Feuerholz ist voll. Das kann doch wohl die Bar sein. Hier, komm, dann packen wir es hier rein. Da werden wir ja sowieso noch mal ein bisschen nacharbeiten müssen. Kann man in dem Spiel eigentlich vom Blitz getroffen werden? Können wir hier auch drüber laufen? Oh ja, können wir. Irgendwo mäht es hier doch schon wieder. So. Dann noch ein paar Stöckscher, die nehmen wir alle mit. Okay, können wir nicht. Passt. Au. Okay, wenn man mit so viel Übermut in die Stöcke reinspringt, dann tut es vielleicht doch weh. Okay, 4 von 4. 4 von 4. 1 von 4. Lag hier irgendwo Feuerholz? Ja. So, warte. Zack. Zack. Oh, warte, da können wir noch einen reinpacken. Super nice. Da kommt schon wieder was.
Sehr geil. Okay, Metall raus. Steinroin. Das holen wir auch raus. Steinroin. Oh, warte, wir haben nur einen Stein. Gut, dass wir uns einen kleinen Vorrat angelegt haben. Sehr vorbildlich. So. Raus, raus, rein und rein damit. Junge, 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 Junge. Die Knochen kommen hier nicht rein. Die kommen aufeinander und dann hier rein. Alter, was ein Gezwirbel hier. Warum nimmt die fucking Tierhaut eigentlich so viel Platz ein? Das ist auch frech eigentlich, ne? Ich bin ein Baum, ich bin ein Baum, ich bin ein wunderschöner Baum. Und du bist jetzt gleich tot. Ich bin eine Katze. Miau. Ich glaube, das ist, weil wir den Schlachtertisch jetzt haben. Ich glaube, sobald man den Schlachtertisch hat, da liegen einem die Tiere nur so zu den Füßen. Ja, ich glaube, so ist es. Ach so, wir können gerade kein Wasser machen, weil... Ja, okay, gut. Dann warten wir mal ganz kurz. Wir müssen uns eine neue Axt machen, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben noch eine einzige... Genau, eine Steinklinge haben wir hier nämlich noch. Dann können wir die gerade mal hier herstellen. Rein und rein. Ne, warte mal, wie war denn das nochmal? Mit dem Stock. Einen Stock brauchen wir. So, herstellen. Zack. Nicht? Hä? Ach. Okay. Die Steinklinge brauchten wir, glaube ich, für die Spitzhacke, ne? Alles klar. So. So, genau. Nice. Okay, cool. Ja, ich würde sagen... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann man die wenigstens stacken? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man die stacken. Wir können uns auch, glaube ich, bald ein paar Knochenpfeile machen dann, ne? Wenn wir jetzt hier schon... Wir müssen uns auf jeden Fall eine neue Kiste machen für Tier-Ingredients, weil wir haben sehr viel davon. Aber nice, nice, nice. Wir haben jetzt auch sehr viel Fleisch. Das ist schlecht. Wir müssen das ganz dringend brutzeln. Ich hoffe, das Wetter wird gleich besser. Aber vielleicht wird es das ja in der nächsten Folge. Ich finde, wir sind sehr gut dabei. Wir machen das gut. Und wir sollten in der nächsten Folge weiter in diesem Tempo arbeiten. Und dann, glaube ich, können wir hier ein bisschen Schutz um das Haus drum machen. Ja, dann schauen wir mal, was als nächstes noch so geht. Bogenköcher müssen wir uns noch machen. Und dann gucken wir mal, dass wir bereit sind für den 14. Tag. Wie gesagt, ich finde, wir sind gut dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.